Und schon wieder so ein Tag, wo alles nass ist, entweder durch Schnee oder wie heute durch Regen. Aber hallo zusammen erstmal. Der ganze Schnee ist hier hinter mir eigentlich, also nicht der ganze, aber ein Teil davon. Und ich habe eigentlich vorgehabt, jetzt viel zu erzählen, was ich hier fotografiere, heute in den Siegauern, im Hochwasser, beziehungsweise am Hochwasser, und habe das auch gemacht, also das Fotografieren, aber das erzähle nicht, weil es ist einfach so scheiße nass, das nervt. Und ich glaube, ich zeige euch jetzt einfach das, was ich heute Morgen gemacht habe, also als es noch dunkel war. Und danach fahre ich einfach nach Hause und melde mich dann von dort wieder, weil es macht einfach keinen Spaß hier. Und ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so früh anfängt zu regnen und bin vielleicht ein bisschen falsch angezogen heute. Ja, also jetzt das, was ich heute Morgen gemacht habe, nämlich, ja, jetzt seht ihr dann und dann bis gleich. Und dann hat es angefangen zu schiffen. Und naja, nachdem ich in letzter Zeit schon ein paar Mal jetzt irgendwie im Regen- oder Nassschneefall-Videos gemacht habe und selber schon genervt davon bin, dass immer das Objektiv feucht ist vorne drauf und man das dann hinterher im Video auch echt extrem nervig sieht, habe ich gedacht, lasse ich es jetzt im Film erstmal sein. Ja, es ist interessant, Hochwasser macht halt irgendwie schon was fürs Fotografieren, was gut ist, weil erstens mal es ist natürlich eine Sache, die nicht dauernd ist und Bedingungen, die es nicht dauernd gibt, sorgen normalerweise ja dafür, dass es spannendere Fotos gibt. Und zusätzlich ist es so, dass durch den hohen Wasserstand halt einfach viel ausgeblendet ist, was also Unruhe ins Bild bringt. Das heißt, man hat irgendwie erst so ab das, was tiefer als ein Meter ist, sieht man einfach nicht. Also wenn es einen Meter hohes Wasser steht drüber. Das heißt, dass jetzt irgendwie kleine Sträucher, irgendwelche Feldwege, alles einfach weg. Und dementsprechend ja, hat man dann bloß noch diese hübschen Aubäume dort. Und hübsch sind die eindeutig, weil ja, es sind halt alte Überreste vermutlich noch von dem Auwald. Und solche Bäume haben ja irgendwie Charakter und Stil. Und dementsprechend geben die halt echt ein gutes Motiv ab. Ich war jetzt heute Morgen eigentlich dort, weil ich mir gedacht habe, ich mache mal wieder so ein düsteres ja, Morgengrauen-Bild. Ich habe da ja schon mal ein Video gemacht im Kottenforst. Ich verlinke es oben kurz. Es war auch vom Licht her dann so, wie ich es haben wollte, also natürlich nicht sonderlich spannend, aber halt hauptsächlich so bläulich, kühle Temperaturen noch, bevor die Sonne aufgeht. Aber was heute gefehlt hat, war der Nieselregen, den ich am Tag vorher gehabt habe, weil ich war am Tag vorher schon da, um mal zu gucken, was es so gibt und wie das Wasser steht. Und da war ich aber tagsüber da, also nicht in der blauen Stunde, wenn man es so nennen will. Aber durch den Nieselregen, den es da gehabt hat an dem Tag, gefallen mir die Bilder sogar fast besser, weil irgendwie dieser Nieselregen hat dafür sorgt, dass das Ganze so ein bisschen, ja, dunstiger wirkt.
dementsprechend auch die Kontraste noch etwas abgedämpft sind und das ja für solche Fotos dann schon auch nicht von Vorteil ist. Ja, damit man sich was drunter vorstellen kann, zeige ich die Bilder jetzt einfach mal und ja, schaut sie euch mal an. Wenn ich mir jetzt die Bilder nochmal so anschaue, also die von gestern, dann denke ich mir irgendwie, ich habe vielleicht jetzt das Beste verpasst eigentlich. Also das Licht von heute mit der Wetterlage von gestern, also dem Nieselregen, um eben diese Kontrastarmut irgendwie noch mehr ins Bild zu kriegen. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, kann man nichts machen. Der Vorteil ist aber ja auch, bei so großen Flüssen wie der Rhein eben einer ist und die Siegmündung wird in dem Bereich eindeutig vom Rhein überflutet. Ich meine, die Sieg bringt auch was, aber der Rhein ist halt, ja, es ist irgendwie ein natürliches Überflutungsbecken dort einfach. Das heißt, der braucht eine Weile, so ein großer Fluss, bis der das Hochwasser wieder weg ist. Ich glaube, der höchste Pegelstand ist jetzt noch gar nicht erreicht. Der kommt erst irgendwann, ja, jetzt, ich glaube, wenn ich das Video veröffentliche oder so, also heute am Mittwoch. Das heißt, es dauert noch ein paar Tage, bis das Wasser wieder weg ist. Und vielleicht habe ich ja Glück und es klappt nochmal besser mit dem Wetter. Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass ich nochmal vorbeischaue. Falls ja, dann seht ihr die Ergebnisse, falls es euch interessiert. Sicher bei mir im Blog und ja, oder bei Instagram, wo auch immer. Ja, nochmal zu dem ersten Bild, was, also zum allerersten hier im Video, dem ganz breiten Panorama. Ich mag bei dem Bild ja den Bildaufbau schon irgendwie, aber was mir überhaupt nicht gefällt, und ich bin mir sicher, ich bin da jetzt nicht der Einzige, ist, dass unten diese Struktur, die durch den Wind entstanden ist, wahrscheinlich diese weich gezeichnete, die bringt mir einfach zu viel Kontrast in das Bild. Das ist sehr ablenkend. Da ist die Aufmerksamkeit irgendwie, die lenkt, es geht komplett in die Richtung da unten und das finde ich nicht gut. Das müsste ich, glaube ich, auch nochmal neu machen und probieren, ob ich es ohne hinkriege, was theoretisch ja funktionieren kann. Aber ich habe in dem Moment gedacht, ja, vielleicht bringe ich es ja ein bisschen noch einen Bonus ins Bild und jetzt, wo ich es in groß gesehen habe, denke ich, ist es genau das Gegenteil. Also es ist eher ja, ablenkend. Zum Abschluss meines fotografischen Vormittags heute habe ich mir dann noch ein Beispiel an einem eigenen Video genommen. Ich glaube, es heißt irgendwie Minimalismus. Fotografieren bei Schrottwetter hat meinen Tag gerettet oder so irgendwas. Ich verlinke es oben. Ist komischerweise eins meiner erfolgreicheren Videos. Bisher zumindest. Ich soll vielleicht öfter solche komischen Überschriften verwenden, die ja irgendwie viel versprechen und wenig halten. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, in dem Video damals ging es einfach darum, dass man irgendwelche Details im See fotografiert bei Schrottwetter und daraus irgendwie so, ja, kontrastreiche, minimalistische Bilder macht. Und ja, genau das habe ich dann auch noch gemacht. Ich habe da so einfach mit weit abgeblendet und langen Belichtungszeiten dadurch Fotos gemacht von irgendeiner kleinen Eiche im Wasser und irgendwelchen Büschen im Wasser. Und ja, das mir gefällt sowas ja immer, zumindest eine Zeit lang. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass solche Bilder sich teilweise auch irgendwie ausgedruckt an der Wand ganz gut machen würden. Aber ehrlich gesagt, eigentlich sind sie doch ein bisschen fad. Längerfristig. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
könnt mir ja einen Kommentar dazu hinterlassen, falls ihr wollt, würde mich freuen. Ja, und ich würde sagen, mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann für heute von dem mit dem aus dem Video. Und ja, hoffentlich gibt es demnächst mal wieder ein Video, wo es nicht regnet und nicht total nass schneit, weil es ist echt ein bisschen nervig, das Filmen dabei bei dem Wetter. Es ist ja nicht so schön. Gut, also jetzt noch viel Spaß mit den letzten Fotos und bis zum nächsten Mal. Tschüss.